Schießlers Woche. Hier spricht der Pfarrer. Endlich ist sie da, die Bundestagswahl. Natürlich ist man zuerst einmal froh, dass es vorbei ist mit dem Buhlen und Werben um Wählerstimmen, den schon fast staccato-mäßig rausgeworfenen Umfragewerten und den immer wieder gleichen Forderungen und Versprechen der Kandidaten und der Politiker. Unverhohlen wird uns natürlich klargemacht, dass es nach der Wahl niemals so sein kann wie vor der Wahl. Es müssen ja Koalitionen gebildet werden, also Kompromisse geschlossen werden. Und da bleiben etliche Wahlversprechen und Vorhaben natürlich auf der Strecke. Was soll man auch anders machen, will man eine Einigung erreichen? Aber wie wär's zur Abwechslung mal mit Ankündigungen, die mit absoluter Sicherheit gemacht werden? Denke ich mir so als Wähler. Wieso denn nicht mal sagen, dass das oder das ist so unter meiner Führung niemals geben wird. Ansonsten steige ich aus. Der Satz von Christian Lindner, lieber gar nicht regieren als schlecht regieren, den er vor 4 Jahren gebraucht hat, als er aus den Koalitionsverhandlungen mit seiner FDP ausgestiegen ist, der geht eigentlich schon in diese Richtung. Aber vielleicht sollte man diesmal vor der Wahl ganz konkret sagen. Und zwar so, dass ich mich als Wähler wirklich darauf einstellen und verlassen kann. Und darf. Allein die vagen und absolut politisch ausweichenden Formulierungen bezüglich möglicher Koalitionsbildungen nach der Wahl haben doch schon gezeigt. So richtig festlegen, sich festmachen, will sich da keiner. Es könnte bedeuten, seine Chance zum Regieren nachher zu verspielen. Es ist für den suchenden und politisch interessierten Wähler nicht leicht, sich dann wirklich so zu entscheiden, dass er jetzt mit seiner Stimmabgabe selbst zufrieden ist. Aber einfach nur ankreuzen, weil man es immer schon so und vielleicht an der Stelle getan hat, muss uns auch zu wenig sein. Ein nachgeschobenes, die machen ja eh, was sie wollen, ist mir auch zu wenig. Genau das will ich ja eigentlich mit meinem Kreuzchen verhindern. Bei all den Mühseligkeiten um die Wahl herum sehe ich den Eingangssatz. Endlich ist Bundestagswahl durch und durch positiv. Denn er meint zuerst, ja, ich darf wählen. Ich habe die Stimme. Ich werde in dieser Demokratie als Wähler ernst genommen. Darf in einem Land leben, in dem absolut gleichberechtigt alle mündigen Bürger ihre Stimme abgeben können. Niemand hier muss Wahlfälschungen, Repressionen oder Einschüchterungen oder sonst irgendwelche Nachteile befürchten, wenn er zur Wahl geht. Es ist die beste Form einer direkten Demokratie auf der ganzen Welt, in der wir hier leben dürfen. Jeder, der eine Idee hat und die nötigen Mitstreiter, kann sich auch passiv an der Wahl beteiligen. Niemand wird von einem übermächtigen Parteiapparat oder einem Regime bedrängt oder gar ausgeschlossen. Wenn ich heute mein Wahllokal betrete und in der Wahlkabine meine Entscheidung fix mache, nehme ich an einer demokratischen Hochkultur teil, die über Jahrhunderte durch den Fleiß und die Intelligenz vieler aufrichtiger Männer und Frauen geschaffen wurde. Ich muss nicht wählen, nein, ich darf wählen. Und das ist ein unglaublich hohes Gut. Meine Teilnahme in dieser Wahl ist Ausdruck meiner ernsten Sorge darum, dass diese zivilisatorische Errungenschaft nicht nur gewürdigt, sondern vor allem erhalten bleibt. Jeder einzelne Bürger trägt diese Verantwortung, die nicht einfach so vom Himmel gefallen ist, sondern mühevoll errungen wurde und in etlichen Ländern, denken wir daran, noch längst nicht so dem Menschen gewährt wird. Am Fernsehen bekommen wir das dann mit. Wir sehen die protestierenden Massen, beispielsweise in Belarus, denen eine echte demokratische Wahl nur vorgegaukelt wird, aber der wirkliche Entscheidungsprozess wird von einem Regime gemacht, dass das Volk nur benutzt, ihm aber nicht dienen will. Ich aber darf heute wirklich wählen und wieder einmal mein Land mitgestalten. Seit meinem ersten Wahlgang vor über 40 Jahren bin ich jedes Mal stolz darauf. Und über den Ausgang reden wir und natürlich die anderen, die es konkret betrifft, weil sie gewählt wurden, dann morgen. Ich wünsche uns eine gute Woche. Bleiben wir gelassen und nehmen wir unser Wahlrecht wahr. Euer Pfarrer Schießler. Schießlers Woche ist ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, zu hören auch im Münchner Kirchenradio.